Hi Folks, der von vielen so geliebte Oktober bzw. Herbst ist endlich da. Ich persönlich muss natürlich sagen, ich kann da nicht wirklich was mit anfangen, denn wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ich bin eher der Sommermensch. Spielt aber auch keine Rolle, denn wir wollen ja jetzt noch nicht irgendwie auf den Oktober zu sprechen kommen, denn wir schauen natürlich erstmal zurück auf meinen September. Los geht's natürlich wie immer nach dem Intro. Ich fange wie immer an mit den allgemeinen Sachen und da habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen. Das erste ist mein Handy, mein Smartphone, mein Huawei P20 Pro, was mir so ein bisschen Sorgen macht, will ich schon fast sagen. Denn ich habe so ein paar kleine Problemchen und ich weiß echt absolut nicht, woher das kommt. Denn mein Handy meint sich zwischendurch einfach mal von selbst neu zu starten. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe jetzt vielleicht, ihr könnt das denke ich mal ganz gut erkennen, ich habe mittlerweile schon diese Silikonhülle abgemacht, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass es vielleicht irgendwie auf diesen Powerknopf drückt und dadurch sich eventuell irgendwie neu startet. Stand tatsächlich übrigens auch so bei Google, dass das ein Problem sein kann. Also ich habe es jetzt tatsächlich, wie gesagt, abgemacht, aber hatte das Ding eben nochmal wieder das Problem. Ich habe das vor längerer Zeit schon mal gehabt. Da habe ich einfach den Cache gewiped, also habe irgendwie ein Handy-Wipe gemacht. Danach war es lange Zeit in Ordnung. Jetzt ist es wieder ein, zweimal aufgetreten. Jetzt habe ich nochmal diesen Wipe gemacht und ich hoffe, dass das jetzt auch erstmal wieder so vernünftig läuft, denn ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock auf ein neues Handy. Also ich finde, dass die Innovation, dass die Weiterentwicklung von den Smartphones, da passiert gefühlt irgendwie gar nichts und es gibt auch momentan nicht wirklich irgendein Handy, wo ich sagen würde, das reizt mich, das muss ich haben. Okay, es gibt vielleicht zwei Handys, die ich im Blick hätte. Das wäre einmal das Asus ROG Phone. Das hat einen richtig krass heftigen Akku. Ist halt auch zum Zocken ausgelegt, was ich ja mit dem Handy nicht tue eigentlich. Aber ein fetter Akku ist ja nie verkehrt. Und das aktuelle oder das demnächst kommende Google Pixel, denn da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon ein bisschen neugierig drauf, denn ich sehe den Vorteil bei diesen Google Pixel Handys darin, dass man halt im Endeffekt die Updates sofort bekommt. Da ist dann irgendwie kein Samsung, kein LG, kein Sony, whatever zwischengeschaltet, die noch die Updates irgendwie umschreiben müssen. Du kriegst halt das pure Android und das finde ich halt eigentlich ziemlich spannend. Aber wie gesagt, letztendlich, ich möchte eigentlich gar kein neues Handy, weil ich bis auf diese Geschichte jetzt mit diesem Neustart irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich eigentlich gar keine Probleme. Aber ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wie gesagt, das nervt mich momentan so ein bisschen. Eventuell, ich weiß es ja nicht, gibt's ja vielleicht da draußen den einen oder anderen von euch, der auch ein Huawei-Smartphone hat und sagt, das Problem kenne ich. Das war irgendwie das Ding, weswegen ich mein Huawei verkauft habe oder mir ein neues geholt habe. Wäre natürlich nicht so cool, aber wie gesagt, vielleicht kann mir auch der ein oder andere einfach helfen. Die zweite Geschichte ist, ich habe tatsächlich Urlaubgeschenke gekriegt. Also ich finde es immer noch total crazy irgendwie. Wir schauen mal in den Dezember schon mal voraus. Und zwar habe ich mir im Dezember, also ich habe mir zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich mir halt irgendwie Urlaub genommen. Das sind, ich glaube, 10 Tage und ich hatte noch 9 Tage Urlaub über. Da war ich mir ziemlich sicher. So, ergo, ich muss mir auf jeden Fall noch einen Tag vom neuen Urlaub schon nehmen, weil, ja, sonst habe ich ja nicht genug und gehe mit den Stunden ins Minus. So, hab den Urlaub abgegeben, ist auch alles cool, ist auf jeden Fall genehmigt, von daher muss ich mir gar keine Sorgen machen. Jedenfalls, 2-3 Tage später habe ich dann so
auf die Stempeluhr geschaut, weil man kann bei uns halt im Endeffekt sich eine Info holen, wie viel Überstunden hat man, wie viel Urlaub hat man noch, wann hat man eingestempelt, ausgestempelt, Pause, tralalala, kann man sich halt alles anschauen. So, ich halt geguckt, 4 Tage Urlaub noch über. Ich so, okay. Das kann doch gar nicht sein. Ich hatte doch eigentlich schon für den Urlaub, den ich mir genommen habe, einen Tag zu wenig. Wieso habe ich denn jetzt noch 4 Tage über? Es ist immer so eine Sache, klar, auf der einen Seite erstmal denkt man sich, ja geil, ist ja cool, aber auf der anderen Seite, wenn da oben im Büro irgendwas falsch gelaufen ist, dann bin ich nachher der Gearschte, der sich nicht gemeldet hat, weil die einen Fehler gemacht haben und dann muss ich den Urlaub irgendwie wieder abgeben. Naja, deswegen angerufen. Und habe dann mit meiner Kollegin oben im Büro telefoniert und sie hat sich das alles in Ruhe durchgeschaut und meinte, nö, alles cool, passt so. Ich sehr geil. Okay, dann will ich mich auch nicht weiter beschweren, dann will ich auch gar nicht weiter rumdiskutieren. Nehme ich so. Ja, und da habe ich jetzt einfach mal noch 4 Tage so zack aus dem Nichts. Das ist auf jeden Fall mal eine richtig geile Geschichte. Freut mich sehr. Ich habe die tatsächlich auch schon verplant. Das werdet ihr dann aber auf jeden Fall noch frühzeitig mitbekommen. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Einfach mal so 4 Tage geschenkt bekommen im Endeffekt so aus dem Nichts, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, ist schon eine ziemlich geile Geschichte. Das war's dann auch tatsächlich schon so mit den allgemeinen Sachen und ich würde jetzt einfach mal so der Reihe nachgehen, was bei mir im September alles so abgegangen ist. Und da möchte ich einfach mal damit anfangen, dass wir am 11. September, was natürlich ein unfassbar beschissenes Datum einfach ist, wenn man sich das mal so reinzieht, das Community Gaming hatten. Da muss ich auch leider sagen, das war wieder ein bisschen schade, denn da war recht wenig los. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, euch dazu zu bewegen, zum Community Gaming zu kommen. Ich kann nur immer wieder dazu aufrufen. Ich kann nur immer wieder sagen, dass die Leute, die da sind, eine Menge Spaß haben, auch wenn es nicht viele sind, auch wenn wir vielleicht manchmal keine 10 Leute sind, aber trotzdem haben wir auf jeden Fall immer Spaß, sei es jetzt mit Gartic Phone, sei es mit Scribble.io. Es ist einfach richtig cool, es macht einfach Spaß und meistens ergeben sich dann noch irgendwelche Games, die wir dann zusammen zocken können. Also, wenn ihr Lust habt auf nette Leute, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Multiplayer-Zockerei, mindestens einmal im Monat, dann, ja, wie gesagt, keine Scheu, ihr braucht überhaupt keine Angst irgendwie haben, kommt einfach mal gerne auf meinen Discord-Server, den ihr so oder so gerne joinen könnt, auch wenn ihr nicht am Community Gaming teilnehmt. Und dann habt da einfach eine gute Zeit. Also wir haben, wie gesagt, auch wenn ich mich da wiederhole, immer eine Menge Spaß und das können die Leute, die dabei sind, auf jeden Fall bestätigen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn immer mal ein neues Gesicht dort zu sehen ist und wenn man da einfach zusammen eine Menge Spaß hat. Ja, ich habe es gerade gesagt, das Community Gaming war am 11. September. Ja, krasses Datum auf jeden Fall, wenn man so bedenkt, was da damals passiert ist mit den Anschlägen in den USA. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal gerade bei diesem Datum sind, ich kann das ja mal kurz erzählen. Ich kann mich nämlich noch, wahrscheinlich wie die meisten von euch, wenn sie da schon auf der Welt waren, kann ich mich sehr, sehr gut an den Tag erinnern, als diese Anschläge dort gewesen sind. Ich war in der Ausbildung und da gab es ja noch keine Smartphones oder sowas, ne? Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass wir unten im Lager, ich habe halt eine Ausbildung als Handelsfachpacker gemacht, ein riesengroßes Wandbild von der Manhattaner Skyline hatten. So. Und das war kurz vor Feierabend, als dann irgendwie meine Kollegin aus dem Büro runtergestürmt kam und meinte, ja, irgendwie Flugzeug da reingeflogen ins World Trade Center und hast du nicht gesehen. Nicht so, okay, alles klar, what the fuck, was geht ab? Auf jeden Fall kam meine Kollegin aus dem Büro runtergestürmt, meinte irgendwie, ja, Flugzeug ins World Trade Center gestürzt und hast du nicht gesehen. Und ohne Witz, ich stand da nur so erstmal und dachte, kann nicht sein.
hab so auf das Wandbild geguckt, weil da halt, wie gesagt, die Skyline von Manhattan mit dem World Trade Center drauf war und dachte einfach nur so, never ever, das kann nicht sein, das ist ein schlechter Scherz. Ich habe dann tatsächlich meinen Walkman genommen, habe dort das Radio angemacht, ja, und dann habe ich halt gehört, was abging, und ich hatte dann tatsächlich Angst, weil ich wusste nicht, was geht da ab, was passiert da jetzt, wie sind die weiteren Auswirkungen. Ich bin dann so schnell wie möglich nach Hause, habe tatsächlich den Fernseher angemacht, und bis ich dann abends irgendwann mal pennen konnte, hatte ich den Fernseher an und habe halt wirklich irgendwie gedacht, keine Ahnung, irgendwie der Dritte Weltkrieg bricht aus und es geht voll ab und ich habe keine Ahnung, was noch passiert. Das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich heftig. Ja, wie gesagt, das war der 11. September, an dem wir das Community Gaming veranstaltet haben. Ja, was für ein krasses Datum auf jeden Fall. 18. September, also ein Samstag später, hatte ich Besuch von meinem Besten bzw. von meinem Trauzeugen. Der war halt auch schon länger nicht mehr hier und irgendwie, keine Ahnung, man sieht sich ja auch nicht mehr so häufig. Und ja, dann war er einfach hier, wir haben ein bisschen gequatscht, haben uns gut ausgetauscht, und ja, solche Abende sind eigentlich immer super entspannt und ja, das ist einfach immer eine schöne, schöne Geschichte. Am 21. September war ich dann tatsächlich nach Ewigkeiten, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dort gewesen bin, bei IKEA. War ziemlich cool, denn ein Arbeitskollege von mir, der hat mich mitgenommen, der hat mich dann im Endeffekt da abgesetzt, das war richtig nett. Zurück bin ich dann mit dem Bus gefahren. Und ich habe natürlich auch was gekauft. Ich verrate euch aber nicht was, denn ich habe hier in meiner Nerdzentrale ein bisschen umgebaut. Nicht so, dass ihr es jetzt gerade sehen könntet, aber ich habe ein bisschen umgebaut. Und dazu werde ich euch auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch einen kleinen Vlog droppen. Denn ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache, die ich euch da zeigen werde. Und eventuell kann ich damit ja auch tatsächlich den ein oder anderen von euch da draußen noch zu etwas inspirieren. Ich bin da jetzt schon ziemlich gespannt, wie euch das gefallen wird. Aber deswegen, wie gesagt, verrate ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch nicht, was ich da gekauft habe. Aber es ist jedenfalls verdammt lange her, dass ich da mal bei IKEA gewesen bin. Das, was ich dann da bei IKEA gekauft habe, das habe ich am 25. September, auch wieder am Samstag, hier angebracht. Erst habe ich die ganze Zeit überlegt, ah, kriege ich das jetzt alleine hin und wie mache ich das und so weiter und so fort. Hat aber alles picobello geklappt, also wirklich picobello. Aber wie gesagt, dazu werde ich euch dann definitiv noch ein bisschen mehr in dem passenden Vlog dazu erzählen und natürlich dann auch ein bisschen was zeigen. Ich bin, wie gesagt, schon sehr gespannt, wie euch das Ganze gefallen wird. Auch da ist dann tatsächlich nochmal mein bester Kumpel, mein Trauzeuge, vorbeigekommen. Und auch da haben wir uns wieder schön ausgetauscht, haben miteinander gequatscht, hatten einen gemütlichen Abend, haben ein Bierchen getrunken und so. Und ja, das war auf jeden Fall ganz nett. Am Sonntag, den 26. September, ist also noch gar nicht so lange her, hatten wir hier unfassbar gutes Wetter. Also es war wirklich so, ich bin morgens aufgestanden, die Sonne war da und es war einfach richtig, richtig geiles Wetter, und irgendwie war es so, dass in mir eine Stimme gesagt hat, Junge, heute musst du raus. Heute mal nicht an Rechner, du musst einfach mal zusehen, dass du ein bisschen was machst. Ich habe dann den einen oder anderen kontaktiert, irgendwie, yo, was geht bei dir heute, bla 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 bla. Irgendwie ist da aber nicht zustande gekommen, leider. Und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll, dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin einfach erstmal losgefahren. Ich bin einfach erstmal losgefahren, und dann hat sich das irgendwie noch so ergeben, dass ich später noch bei meinem Arbeitskollegen gewesen bin. Bin dann mit ihm und seiner Freundin noch an See gefahren. Also wir haben hier in Bielefeld tatsächlich ein
riesengroßen See, das ist der Obersee, da kann man zwar nicht drin schwimmen, aber zumindest kann man sich da irgendwie schön hinpflanzen. Da gibt's auch Essen und Trinken und da kann man Minigolfen und so. Das ist eigentlich ganz cool. Da gibt's auch einen riesigen Beachvolleyballplatz und so weiter und so fort. Also da ist schon ein bisschen was los. So, das ist halt dafür ausgelegt. Und da sind wir halt mit dem Fahrrad hingefahren, haben uns schön Pommes und so gegönnt, ein bisschen was getrunken und dann später wieder zurück. Ich bin so gegen 12, halb 1 losgefahren und war so gegen halb 7 zu Hause. Und ich kann euch nur sagen, wenn man absolut nicht gewohnt ist, Fahrrad zu fahren, ich war so unfassbar im Arsch. Ich war so fettig. Ich habe tatsächlich die letzten Meter hier konnte ich nicht mehr. Ich habe das Bike echt geschoben, weil ich bin ja noch ein Oldschool-Fahrradfahrer, wenn ich denn mal Fahrrad fahre, denn ich besitze kein E-Bike. Ich habe tatsächlich zwischendurch schon mal drüber nachgedacht, ob ich mir nicht mal ein E-Bike hole, aber na, wenn ich ganz ehrlich sein soll, nee, irgendwie nicht wirklich. Ich konnte mich nicht dazu durchringen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall an dem Tag habe ich ein bisschen was für meinen geschundenen Körper getan und hat mich ein bisschen bewegt und das war auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich total im Arsch gewesen bin. An dem Sonntag habe ich übrigens mit meinem Arbeitskollegen irgendwie gequatscht und meinte, ey, sag mal, hast du nicht Bock, irgendwie nächste Woche mal ins Kino zu gehen? Weil irgendwie, ja, keine Ahnung, man war ewig nicht im Kino und es ist auch, ich meine, ja, wir haben auch immer noch Corona, aber irgendwie so langsam, was willst du machen? Willst du die ganze Zeit nur in der Hütte sitzen? Ich bin einfach der Meinung, man muss auch mal wieder ein bisschen was machen. Gesagt, getan, wir haben uns dann für den 29. September, also für den Mittwoch hatten wir uns verabredet und sind dann schön gemütlich zu zweit ins Kino gegangen. Im Vorfeld waren wir natürlich noch ein bisschen was essen. Also ich finde, wenn man, also klar, man geht ins Kino, man kann sich Popcorn, dies, das, jenes kaufen, aber wenn man so richtig mit so richtigem Hunger ins Kino geht, na, weiß ich nicht, das ist nicht so wirklich mein Ding. Also ich möchte schon vorher was gegessen haben. Popcorn und so kann man sich dann immer noch gönnen. Habe ich tatsächlich dieses Mal nicht gemacht. Ich war nämlich pappsatt von dem Essen, was ich mir vorher reingezogen habe. Schönes Jägerschnitzel mit Kroketten. Und deswegen gab es für mich tatsächlich im Kino nichts Süßes. Den Film, den verrate ich euch gleich. Und was noch ziemlich cool war, wir haben uns dann da im Kino auf so, ja, Spezialsessel gesetzt, die man tatsächlich elektronisch bedienen konnte, wo dann ja so das Fußteil hochging und man konnte sich dann so halb reinlegen. Ja, ich habe das ein, zwei Mal, habe ich das just for fun gemacht, aber wirklich zum Gucken fand ich das jetzt nicht so geil. Also musste ich jetzt nicht wirklich haben. Naja, okay. So viel zu den allgemeinen Sachen. Wir hüpfen mal schnell rüber zur nächsten Kategorie und das ist natürlich, wie ihr ja wisst, wie immer das Thema YouTube. Zum Thema YouTube. Ich denke, ihr werdet das natürlich logischerweise selber gemerkt haben, muss ich erstmal sagen, dass ich im September so eine kleine Ruhephase eingelegt habe. Denn von mir kam im September nicht wirklich was. Das lag so ein bisschen daran, dass ich wollte mich einfach mal neu sammeln. Ich wollte einfach mal ein bisschen, ich wollte nicht Pause machen, so kann man das nicht sagen. Ich wollte einfach mal so nur das Nötigste machen und wenn ich mich da jetzt, glaube ich, recht dran erinnere, gab es ja auch tatsächlich, glaube ich, nur den Monatsrückblick und das Unboxing. Liege ich da richtig, liege ich da falsch? Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade selbst nicht ehrlich, nicht wirklich im Kopf, Leute. Auf jeden Fall habe ich im September tatsächlich so ein bisschen zurückgefahren. Hab ja dann auch jetzt meinen neuen Upload-Plan oder habe ja mein Upload-Plan so ein bisschen verändert. Wer das noch nicht weiß, ich werde sowieso unten in die Kommentare, werde ich jetzt immer
Bei jedem Video werde ich den Plan auf jeden Fall nochmal drunter schreiben, damit das auch keiner verpasst, damit ihr euch nicht wundert, ja, wieso kommen denn die Videos jetzt so und so und nicht mehr so und so. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal das Infovideo dazu anschauen. Da habe ich das alles nochmal so ein bisschen näher erläutert, warum, wieso, weshalb ich das so machen möchte. Und für mich persönlich bin ich eigentlich bis jetzt so zu dem Schluss gekommen, dass das eine gute Idee ist, dass das ein guter Plan ist, das so umzusetzen, wie ich das jetzt vorhabe. Denn über eine Sache müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Bock habe ich auf jeden Fall. Und ich habe auch Ideen und ich möchte auch einfach mit euch zusammen weiter nach vorne kommen. Ich möchte einfach mit euch zusammen weiter vorankommen. Ich habe einfach Lust, mich mit euch auszutauschen. Und deswegen seht diesen September, seht den einfach mal so als kleine Verschnaufpause, seht den September einfach mal als Ruhe vor dem Sturm. So kann man das, glaube ich, denke ich, am besten irgendwie ausdrücken. Wir sind jetzt übrigens auch schon fast am Ziel für dieses Jahr tatsächlich. Wir sind fast bei 750 Abonnenten. Da fehlt also nicht mehr wirklich viel und dann ist mein selbstgestecktes Ziel für dieses Jahr erreicht. Und das dank euch da draußen. Und das finde ich einfach super, super geil. Also wenn ihr Bock habt, weiterhin mit am Start zu bleiben, wenn ihr sagt irgendwie, ja, der Bernie ist ein cooler Typ, der ist authentisch, der zieht sein Ding durch und der ist einfach sympathisch, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal den einen oder anderen vielleicht noch einladen, könnt gerne mal irgendwie ein Video von mir teilen, wie auch immer. Denn wie gesagt, ihr kennt es, Support statt Neid. Denn ohne Support läuft einfach nichts und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft mit euch zusammen. Und da gibt es auch eine richtig geile Geschichte noch, die ich noch kurz erklären kann oder erzählen kann. Denn YouTube wird jetzt am 12. Oktober, so zumindest wurde mir das offiziell von dem deutschen YouTube-Account auf Twitter bestätigt, wird es das Community-Tab-Feature auch für Abos oder für Kanäle unter 1000 geben. Und das finde ich persönlich ganz, ganz stark. Also das wird ausgerollt für alle Kanäle ab 500 Abonnenten. Und ich finde das super, super wichtig. Denn klar, ich bin natürlich auf allen Social Media Plattformen vertreten und ich habe meinen eigenen Discord-Server. Ob das jetzt irgendwie Facebook, Twitter, Instagram, whatever ist. Klar, aber wenn ich die Möglichkeit habe, euch direkt über YouTube zu erreichen und auf YouTube zu posten, sei es jetzt Bilder, sei es einfach Umfragen oder was auch immer, ja, das ist doch geil, das ist doch genau das, was ich will. Denn das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz starkes Werkzeug, um noch besser mit euch, noch besser mit meiner Community zu kommunizieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde es richtig, richtig cool, wenn YouTube das dann freigibt und ich werde das mit Sicherheit auch ziemlich oft nutzen. Vielleicht poste ich auch demnächst überhaupt nichts mehr auf YouTube und Twitter. Also natürlich poste ich da noch was, aber vielleicht werde ich meine YouTube-Posts und so dann wirklich auf YouTube beschränken, dass ich dann die Leute erreiche, die mich auch wirklich mögen, die mich auch wirklich gucken wollen. Wer weiß. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt und wie ich das Ganze nutzen werden. Das ist eine positive Sache zum Thema YouTube. Eine negative habe ich aber leider auch noch und das wurmt mich tatsächlich sehr, denn ich habe ein schönes Video für euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch der Meinung bin, das ist ein ziemlich cooles Thema, ein Gaming-Thema und da habe ich mir auch ziemlich viel Mühe mitgegeben. Es war zwar noch nicht fertig. Wenn es fertig gewesen wäre, dann wäre mir diese Scheiße, die mir passiert ist, halt nicht passiert. Aber ja, es ist halt einfach leider passiert. Ich habe meine SD-Karte gelöscht und zwar mit richtig viel Rohmaterial. Und warum habe ich das getan? Weil ich natürlich mal wieder meine SD-Karte ein bisschen leer machen wollte, weil ich mal wieder ein bisschen Platz sparen wollte. Und ich Idiot habe die Sachen vorher nicht auf der Festplatte gesichert. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Ich habe mir jetzt tatsächlich einen Ordner für die Zwischenlagerung erstellt. Und ja, einfach dumm gelaufen, würde ich sagen. Einfach ziemlich dumm gelaufen.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch noch nicht, wann ich dieses Video dann nochmal neu aufnehmen werde. Dass ich es machen will, das steht außer Frage, denn ich habe es ja eben schon gesagt, ich persönlich bin der Meinung, es ist ein ziemlich cooles Thema und ich bin da auf jeden Fall auch auf eure Meinung gespannt. Ich denke, das wird ganz cool. Lasst euch mal überraschen. Vielleicht ist es aber sogar auch ein Vorteil, dass das Ganze gelöscht wurde oder dass ich, Idiot, das Ganze gelöscht habe, denn vielleicht kriege ich es einfach hin, das Video dann beim nächsten Mal noch kompakter und noch knackiger für euch, ja, aufzunehmen. Denn das ist ja auch nicht verkehrt. Es muss ja nicht immer jedes Video irgendwie 25 Minuten, 20, 25 Minuten gehen. Wenn ich das Ganze in 10, 15 Minuten knackig irgendwie hinkriege, haben wir doch alle was davon. Ja, deswegen, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde zusehen, dass ich das auf jeden Fall nochmal umsetze. Denn das liegt mir einfach am Herzen, das Thema, und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Haben wir sonst noch irgendwas hier in der YouTube-Kategorie, was ich euch noch irgendwie erzählen kann? Ich glaube, das war's dann eigentlich tatsächlich schon. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass mich der gute Screaming Pixel oder Screaming Pixels, oh Gott, jetzt weiß ich es gerade gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat er mich wieder eingeladen zur Halloween Horror Show, die es ja letztes und vorletztes Jahr und wann auch immer auch schon gegeben hat. Da habe ich leider abgesagt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn mir das letztes Jahr unfassbar viel Spaß gemacht hat, ich möchte mich jetzt erstmal wirklich um meinen Content kümmern und ich bin sowieso nicht wirklich irgendwie der Halloween-Fan und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir fällt auch momentan irgendwie nichts ein, was ich da umsetzen könnte. Und deswegen habe ich einfach abgesagt. Ich habe sowieso noch ein Projekt laufen, wo ich noch was für machen muss für jemand anderen. Da muss ich mich auch mal so langsam in den Arsch treten. Aber das werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist. So. Das soll es dann erstmal gewesen sein mit der Kategorie YouTube. Ich würde mal sagen, wir switchen mal rüber zum Thema geguckt, gekauft, gezockt. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, geguckt, gekauft, gezockt, das ist meine persönliche 3G-Regel. Ja, okay, der war schlecht. Der war schlecht. Ist okay. Ist okay. Ich schau mal hier so rein. Ich habe mir ein Gadget für meine Nerdzentrale gekauft. Und zwar habe ich mir das Pixo Max oder den Pixo Max Bilderrahmen gekauft, den ich euch hier mal einblenden möchte. Ich hatte tatsächlich schon mal einen Pixo-Lautsprecher, der vorne dann auch so Pixel-Grafiken ja, anzeigen konnte. Den fand ich aber damals schon zu klein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den auch so gut wie gar nie nicht benutzt. Der steht eigentlich auch nur rum. Aber ich habe damals halt schon gesagt, ich hätte gerne sowas in größer. Und da ist mir halt jetzt der Pixo Max quasi ins Auge gestochen. Der sieht auf jeden Fall deutlich geiler aus, ist hochwertiger und was man mit dieser Divoom-App für Funktionen da alles hat, das ist der Wahnsinn. Also ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden damit. Das macht einfach Spaß, mit dem Teil rumzuspielen, ist auch relativ leicht einzurichten. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich irgendwie, ja, wieso hat der Junge denn da irgendwie kein Unboxing gemacht oder so? Irgendwie hat sich's einfach nicht ergeben und es ist halt folgendermaßen, ich habe diesen Pixo Max schon mal bestellt und hab ein Unboxing dazu aufgenommen, hatte aber einen so fetten Kratzer auf dem Display. Ja, und das hat meine Motivation dann schon wieder irgendwie voll nach unten gedrückt. Ich habe das Ding dann zurückgeschickt und war auch am Überlegen, ja, kaufst du überhaupt noch mal einen neuen? Ja, keine Ahnung. Und ich habe es dann gemacht, aber auch nur, weil der wieder im Angebot gewesen ist. Ne? Das Teil kostet, glaube ich, irgendwie so roundabout 100 15 € oder was? Und ich habe den für knapp 85 € geschossen. Also von daher kann man mal machen. Ist ein schönes kleines Gadget, finde ich. Das steht bei mir dort auf dem Schreibtisch. Und ich versorge den halt die ganze Zeit mit Strom. Gut, da ist ein Akku drinne, USB-C halt.
Damit kann man das halt im Endeffekt anschließen, aber im Großen und Ganzen, ich lasse das Ding einfach da stehen. Ich könnte es natürlich hier überall, wo ich gerade lustig bin, hinstellen, aber da finde ich, hat es einen ganz guten Platz gefunden und ja, deswegen habe ich halt auch dazu kein wirkliches Unboxing gemacht, weil ich einfach genervt war von diesem fetten Kratzer und so wollte ich das nicht hochladen. Und da ich mir halt nicht sicher war, ob ich den überhaupt nochmal bestelle, habe ich das mit dem Unboxing ein bisschen verschwitzt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Sollte natürlich wirklich noch heftigst Interesse bestehen, dass ich den Pixel Max mal ein bisschen näher vorstelle, dann könnt ihr mir das natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das natürlich nachträglich noch. Warum auch nicht? Ist ja kein Problem. Das sollten wir doch hinkriegen. So, was habe ich denn sonst noch irgendwie? Habe ich noch irgendwie was gekauft? Nö, nicht, dass ich wüsste. Fällt mir zumindest gerade nichts ein und ich habe hier auch nichts aufgeschrieben. Gezockt habe ich eigentlich wirklich tatsächlich die Standardsachen, wie immer Call of Duty, Cold War bzw. Warzone, Rocket League, mein täglicher Grind und ich habe Days Gone gesuchtet. Das suchte ich jetzt schon ziemlich lange und ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, wann ist denn der Typ da endlich mal durch? Ich hab's geschafft. Ich habe Days Gone beendet. Zumindest habe ich die Story beendet. Ich habe nicht die ganzen Nebenmissionen, was man da nicht alles machen kann, auf 100% gebracht, weil ich bin niemand, der das macht. Ich bin froh, wenn ich die Story durch habe. Und ich bin total geflasht. Ich bin total geflasht. Ich bin sowas von dankbar, dass dieses Spiel auf dem PC umgesetzt wurde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war eine tolle Reise. Es war eine unfassbar geile Welt. Unfassbar gute Grafik. Geile Charaktere. Geile Story. Ich habe eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Ich habe echt nichts zu meckern an dem Spiel. Es hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Und jeder Cent hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich nur so sagen. Ja. So viel zum Zocken. Geguckt. Und da sind wir gar nicht so weit weg vom Zocken. Kann ich euch kurz mal erzählen. Das war ja die Geschichte, wo ich mit meinem Arbeitskollegen im Kino war. Und zwar haben wir Free Guy geguckt. Der ist jetzt tatsächlich aber auch mittlerweile schon verfügbar auf Amazon, glaube ich, auf jeden Fall auf Disney Plus, auf Sky. Und ich kann euch nur ganz ehrlich sagen, wenn ihr Gamer seid, dann zieht ihn euch auf jeden Fall rein. Also es ist ein sehr cool gemachter Film. Ich finde es mal was anderes und Ryan Reynolds kann ich mir persönlich sowieso immer ganz gut geben. Also von daher klarer Daumen nach oben für Free Guy. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich werde ihn mir höchstwahrscheinlich auch nochmal auf Blu-ray gönnen, denn das ist so ein Film, den kann ich mir durchaus noch zwei, dreimal anschauen, so wie beispielsweise Ready Player One oder Pixels auch. Und deswegen werde ich mir den auf jeden Fall nochmal gönnen. So, das war's. Das war mein September. Ich bin echt gespannt, was im Oktober alles so auf mich zukommt. Freue mich auf jeden Fall schon. Wir gehen ja auch mit ganz großen Schritten dem Jahresende entgegen. Ich denke mal, das geht jetzt ratzfatz, ne? Oktober, November, Dezember und dann ist 2021 auch schon wieder Geschichte. Unfassbar, wie die Zeit rennt. Krass, krass, krass. So, ich möchte mich auf jeden Fall an der Stelle bei euch bedanken, dass ihr mit mir so ein bisschen auf meinen September zurückgeblickt habt. Ihr könnt mir gerne zu meinem September, was auch immer ihr wollt, unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jedes Kommentar, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Ich hoffe, dass wir uns einfach wie immer ein bisschen nett miteinander austauschen können. Und wie gesagt, wir schauen einfach mal, was dann im Oktober so passiert. Vielleicht schaffen wir es ja schon im Oktober, die 750er Marke der Abonnenten zu knacken. Wer weiß, wer weiß. Ich bin dann erstmal raus. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos von mir, dann guckt ihr einfach mal hier unten. Das sind die letzten beiden aktuellen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao, euer Bernie. Tschüss.